Freude und Erleichterung in Israel. Nach 48 Tagen Hoffen und Bangen wurde heute Nachmittag die ersten 13 israelischen Geiseln freigelassen nach dem Abkommen mit der Hamas. Bedingung war eine Feuerpause, die seit dem Morgen gilt. Auch 11 Geiseln aus Thailand und den Philippinen kamen frei. Doch noch immer sind mehr als 200 Menschen in den Händen der Terrororganisation. Herzlich willkommen zu einem ZDF-Spezial. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 10 Minuten. Lange mussten die Angehörigen darauf warten. Heute also die ersten freigelassenen Geiseln nach dem Abkommen. Unter ihnen sollen auch 4 Deutsch-Israelis sein. Andere müssen weiter bangen. Wir sprechen gleich mit der Schwester einer Geisel. Doch zuvor Henriette de Maizière über Wochen des Schreckens und der Angst. Als am 7. Oktober die radikal-islamische Hamas Israel überfällt, töten sie mehr als 1200 Zivilisten und Sicherheitskräfte. Und sie entführen rund 240 Menschen, Frauen, Kinder, Alte, nehmen sie als Geiseln. Seither sind es fast 7 Wochen, in denen diese Menschen ihren Angehörigen fehlen. Sie ist die mittlere Schwester von uns. Sie ist wie der Kleber, der uns zusammenhält. Das war sie schon immer und jeden Tag fehlt sie uns. Ich habe überlebt den Holocaust. Ich bin schon eine alte Frau. Aber jetzt ist der richtige Holocaust für mich. Bring them home. Bringt sie nach Hause. Unter diesem Motto kämpfen seither die Angehörigen um die Rückkehr ihrer Lieben. Und bauen Druck auf, national und international. In Tel Aviv kampieren Hunderte Angehörige im Stadtzentrum. Vergangenes Wochenende einer der Höhepunkte der Kampagne. Die Angehörigen der Geiseln und Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren, laufen von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Verzweiflung der Angehörigen grenzenlos. Ich verlange von Benjamin Netanyahu Antworten und Taten. Wir haben keine Kraft mehr. Wir haben keine Kraft. Mittwochnacht dann die Vereinbarung für ein Geiselabkommen. Eine 4-tägige Waffenruhe in mehreren Etappen soll die Hamas mindestens 50 der Geiseln freilassen. Im Gegenzug soll Israel 150 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Wir haben die Ziele des Krieges eindeutig definiert. Hamas zu eliminieren, unsere Entführten freizubekommen und sicherzustellen, dass am Tag nach Hamas aus Gaza für Israel keine Gefahr mehr ausgeht. Der ersten Phase von Freilassungen könnten weitere folgen. Die Kampfpause maximal 10 Tage. Danach soll der Militäreinsatz weitergehen. Auch die Schwester von Ronny Roman wurde entführt. Ich kann jetzt mit ihr in Israel sprechen. Frau Roman, was wissen Sie über das Schicksal Ihrer Schwester Yarden? Not that much. Eigentlich nicht so viel. Wir wissen, dass es bei diesem Abkommen um Kinder und Frauen geht und wir haben natürlich sehr viel Hoffnung, dass Yarden wieder nach Hause kommt. Und in den letzten Tagen haben wir nicht sehr viel erfahren. Wir wissen nichts. Ich kann nur hoffen. Jetzt im Moment sollten eigentlich die ersten Geiseln schon wieder zu Hause sein und freigelassen werden. Und ich warte einfach drauf. Ich freue mich drauf, die zu sehen. Ja, Sie haben die Angst um die Geiseln ja als Albtraum bezeichnet. Mit welchen Gefühlen sehen Sie den Tag heute, die Freilassung der ersten Geiseln nach dem Abkommen mit der Hamas? First of all, until I won't see them in my also zunächst mal, bevor ich Ihnen nicht persönlich in die Augen schauen kann, hier zu Hause, werde ich nicht glauben, dass es wirklich passiert. Wir müssen aber immer daran denken, dass dieses Abkommen ja nicht zwischen zwei Staaten oder Regierungen stattfindet, sondern mit einer Terrororganisation. Und ich vertraue denen nicht, dass morgen alle befreit werden, vielleicht übermorgen oder danach. Ich bin einfach sehr unruhig. Und im Moment ist es noch mehr ein Albtraum, denn wir haben das Gefühl, dass wir die Tage zählen und die Zahl der anderen Geiseln, um einfach zu kalkulieren,
welcher Prozentsatz freigelassen wird, wie lange es dauern wird, bis ich meine Schwester wiedersehe. Sie haben gesagt, Sie wissen nicht viel. Welche Hoffnung verbinden Sie aber mit dem heutigen Tag? I have great hope that ich habe sehr viel Hoffnung, dass alle Frauen und die Kinder freigelassen werden in dieser nächsten Woche. Ich habe auch Hoffnung, dass selbst wenn es nicht passiert und selbst wenn der Deal nur 3-4 Tage dauert, das ist doch immerhin ein Anfang, um die Geiseln zurückzubekommen. Und das hoffe ich, dass es vielleicht in den nächsten paar Tagen passiert oder vielleicht später, dass so nach und nach die Geiseln wieder nach Hause kommen. Das ist meine große Hoffnung. Vielleicht können Sie uns ja noch mal konkret erzählen, wie werden oder wurden Sie denn informiert über das Schicksal Ihrer Schwester Yaden? Not that much. Ich habe nicht so viele Informationen bekommen. Gestern während der Nacht bekamen wir einen Anruf, dass sie nicht in der Liste ist oder auf der Liste ist, derer, die heute freigelassen werden. Und das ist alles, was wir wissen. Wir wissen nicht, was morgen passiert oder in den Tagen danach. Das wissen wir einfach nicht. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe wirklich sehr, Sie können Ihre Schwester bald wieder in die Arme schließen. Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet, gerade als die ersten Geiseln freigelassen wurden. Auf einen Anfang hofft Ronny Roman. Einen Anfang auch für eine längere Waffenruhe? Wie ist im Moment die Lage in Israel und Gaza? Alisa Jung mit einem Überblick. Wir warten auf euch. Hier seid ihr sicher. Wollen Sie den Kindern und Frauen in diesem Krankenhaus zeigen. Sie warten auf die 13 israelischen Geiseln, die das Rote Kreuz nach fast 2 Monaten in der Gewalt der Hamas heute nach Hause bringt. Israel hat 4 Tage Feuerpause zugesagt. Diese Bilder sollen zeigen, israelische Panzer verlassen Gaza. Dafür soll Hamas in dieser Zeit insgesamt 50 Geiseln freilassen. Israel will im Gegenzug 150 palästinensische Gefangene aus diesen Gefängnissen entlassen. Darunter auch der ältere Sohn von Abdelkader Khatib. Vor fast 1 Jahr wurde der 17-jährige Eyas festgenommen, verhaftet ohne ein Verfahren, ohne zu wissen, was er gemacht haben soll. Doch die Angst vor der Zukunft ist größer als das persönliche Schicksal. Wichtiger als das Tauschabkommen für mich ist der Waffenstillstand in Gaza. Das große Leid, in dem sie leben, das macht mein Herz traurig. Ein großer Teil Gazas liegt in Trümmern. Etliche machen sich heute auf den Weg vom Süden in den Norden, um zu sehen, was nach den heftigen Kämpfen von ihrem Zuhause übrig ist. 4 Tage Waffenstillstand bringt uns nichts. Wir können unsere Bedürfnisse nicht decken. Wir wollen sehen, was mit unserem Zuhause passiert ist. Und dann werden wir wieder hierher zurückkehren. Israel will, dass sich über 2 Millionen Menschen in Gaza in diesem kleinen Streifen im Süden aufhalten, in Al-Mawasi. Dort würde internationale humanitäre Hilfe zugelassen, heißt es. Wie es nach der Kampfpause weitergeht? Mit Gaza, mit den Geiseln? Es bleibt die quälende Ungewissheit für alle. Ja, und darüber möchte ich jetzt mit dem Nahostexperten Daniel Gerlach sprechen. Guten Abend. Ah, da ist er. Gut, wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Herr Gerlach, zunächst, was weiß man denn eigentlich konkret über das Abkommen? Wie wurde entschieden, welche Geiseln, welche Palästinenser freigelassen werden? Also welche Palästinenser freigelassen werden, das haben, glaube ich, die Israelis maßgeblich selbst entschieden, weil sie natürlich auch nicht den Eindruck erwecken wollten, dass sie sich Bedingungen diktieren lassen. Auffällig ist aber natürlich dabei, dass es sich hauptsächlich um Menschen handelt, die sich in sogenannter militärischer Verwaltungshaft befinden, das heißt, die noch nicht verurteilt wurden und denen man auch noch keine Straftaten nachgewiesen hat, wie zum Beispiel einer der Fälle, der gerade eben im Beitrag vorkam. Da sind eben auch viele Minderjährige dabei, Frauen. Also man hat den Eindruck, dass hier man versucht hat, eine Symmetrie herzustellen. Auf der einen Seite werden Frauen und Kinder freigelassen, auf der anderen Seite auch Frauen und Jugendliche. Und
Wie man das jetzt arrangiert, das soll natürlich zeigen, dass das System funktioniert. Und deswegen werden die Geiseln offensichtlich nach und nach freigelassen und nicht alle auf einen Schlag. Das hat auch nach meinem Eindruck damit zu tun, dass die Hamas möchte, dass die Israelis sich über längere Zeit an die Waffenruhe halten, beziehungsweise die Vermittler das möchten. Und auf der anderen Seite auch, dass die Hamas natürlich ein Risiko eingeht. In dem Moment, wo sie Geiseln freilässt, dann führt sie natürlich auch die Israelis auf die Spur, wie sie genau mit den Geiseln verfährt, wo sie sich befunden haben und auch wo sie sich selbst befindet. Und vor dieser Art von Aufklärung hat natürlich die Hamas Angst und deswegen findet dieser Prozess nach meinem Dafürhalten eben über so Tage verteilt statt. Mhm. Macht dieses erste Abkommen jetzt Hoffnung auf mehr? Was glauben Sie, wie geht es weiter? Ich denke, dass die israelische Regierung hat ja angekündigt, dass sie die militärische Operation fortsetzen wird, den Krieg fortsetzen wird. In welchem Ausmaß sie das tut, darauf kommt es an. Dass es wieder Gewalt geben wird, dass möglicherweise auch diese Waffenruhe gebrochen wird, daran habe ich eigentlich wenig Zweifel. Aber die Frage ist jetzt momentan das Ausmaß der Gewalt. Und für die Regierung Netanyahu ist es ganz wichtig, hier irgendwie eine gesichtswahrende Lösung zu finden. Auf der einen Seite das Versprechen zu halten, dass man den Krieg fortsetzt gegenüber der eigenen Bevölkerung und auf der anderen Seite aber eben das Ziel zu erreichen, die restlichen Geiseln zu befreien und auch die Unterhändler, die sich hier sehr eingesetzt haben, insbesondere Ägypten, Katar, aber auch die Vereinigten Staaten nicht komplett zu verprellen, denn auch deren Unterstützung braucht man natürlich. Was wären denn mögliche Szenarien für ein Kriegsende? Ich denke, man muss jetzt sehr pragmatisch denken und man muss vor allem mal anfangen zu denken. Und ein Szenario könnte tatsächlich sein, dass verschiedene arabische Staaten, die sich schon konstruktiv gezeigt haben in dem Prozess bisher, vielleicht Verantwortung übernehmen, vielleicht Sicherheitsverantwortung übernehmen, auch wenn das bisher noch ein Tabu ist. Viele auf der arabischen Seite sagen, wir werden auf keinen Fall hier das aufräumen, was die Israelis zerstört haben. Aber ich denke, das ist der einzige Weg, ein Sicherheitsarrangement zu finden für den Gazastreifen, eine palästinensische Verwaltung dort aufzubauen. Und dafür braucht man die Unterstützung der Israelis. Muss vor allem die Israelis davon zu überzeugen, dass die Zerstörung jetzt ein Ende haben muss. Das bedeutet nicht, dass sie die Hamas nicht verfolgen kann, aber diese massenhafte Zerstörung von Gaza muss ein Ende haben, denn sonst wird die humanitäre Katastrophe nur fortgesetzt. Vielen Dank für diese Einschätzung, Daniel Gerlach. Danke Ihnen. Ja, heute also ein Zeichen der Hoffnung. Doch wie lange hält das Abkommen und die Waffenruhe und wie geht es dann weiter? Wir werden berichten, jederzeit auf ZDF heute und später im Heute-Journal. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.